Maria Theresia Nies von der ÖVP ist am Wort. Weil ich glaube, gerade in Zeiten eines Wahlkampfes kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig Europa für Österreich ist und wie sehr wir auch davon profitiert haben. Und ich möchte mich hier jetzt nicht auf das wichtige Friedensprojekt konzentrieren, sondern vor allem auch auf den Wohlstand, den die EU in Österreich geschaffen hat. Heimische Exporte haben sich in den letzten 25 Jahren vervierfacht. Landwirtschaftsexporte übrigens verneunfacht. Und man kann nicht oft genug betonen, was für eine, ich kann nur sagen, Wohlstand diese Exportbombe ist. Ja? 70% der Exporte gehen in andere EU-Länder und genau deswegen ist dieser Binnenmarkt so wahnsinnig wichtig. Und deswegen ärgert mich auch so diese Festungsdiskussion der FPÖ, ob das jetzt Österreich oder Europa ist, denn damit werden uns diese Exportmöglichkeiten ganz einfach genommen. Und ja, wir werden hier auch einen verstärkten Handel mit anderen Wirtschaftsräumen brauchen in der ganzen Welt, aber nicht nur wegen des Exports, sondern vor allem, um uns auch diese wichtigen Rohstoffe zu sichern. Ein zweiter Punkt, die Direktinvestitionen. Und das ärgert mich noch mehr an dieser sinnlosen Festungsdiskussion. Denn wir brauchen Investitionen in Österreich und die haben sich auch in den letzten 10 Jahren auf 200 Milliarden Euro erhöht. Und diese sind essentiell, denn das sind normalerweise produktive, forschungswirksame und auch gut bezahlte Arbeitsplätze. Und diese Steuern und Abgaben zahlen unsere Krankenhäuser, Straßen, die Ausbildung unserer jungen Leute und, liebe FPÖ, auch die sinnlosen Pferde des Herrn Kickl. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Forschung. Wir haben es heute auch schon gehört. Österreich kann überproportional viel an Forschungsgeldern zurückholen. 3,5% und zahlen tun wir nur 2,5%. Also wir sind ein Profiteur und das Gleiche ist beim Chips Act. Und genau deswegen ist beispielsweise auch für die ÖVP das Thema Forschung in unserem Österreich-Plan so wichtig. Wir wollen das Forschungsland Nummer 1 werden und das haben wir auch klar gemacht. Und zum Thema Öxit. Ob ihr es jetzt wollt oder nicht, aber alle Leute glauben, dass ihr es wollt. In einer internationalen Umfrage bestätigen 60% der Wähler, dass sie dem Herrn Kickl Exitpläne dass er sie andenkt. Ja? Und dann müsst ihr es halt einmal auch mit euren Worten und mit eurem Zündeln etc. müsst ihr entgegenwirken. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Brexit eingehen, aber leere Tankstellen, keine Eier, keine Weihnachtstruthähne, keine Arbeitskräfte, ein Auseinanderbrechen der Lieferketten, die Einwanderung wurde nicht gestoppt, you name it. Aber, und liebe Neos, ich muss einfach ein Aber sagen, Europa, aber besser. Und das ist nicht etwas, was nur wir sagen, sondern sagt uns auch die Wirtschaft und die Industrie. Und man kann denen definitiv keine Europafeindlichkeit nach und auch mir keine Europafeindlichkeit. Aber um dieses wichtige Europa zu erhalten, müssen wir uns einfach verbessern. Wir brauchen einen Bürokratieabbau. Wir brauchen eine Deregulierung für unsere Unternehmen. Die leiden unter diesem ganzen Thema. Wir brauchen noch mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung. Meine Damen und Herren, das müssen wir machen. Machen kommt von Machen. Ja? Das ist ganz, ganz einfach. Und genau deswegen setzt sich auch die ÖVP und die Mitglieder der Bundesregierung so sehr dafür ein, dass wir diesen Bürokratieabbau schaffen. Wir konnten leider das Lieferkettengesetz nicht oder die Verordnung nicht verhindern. Aber wir haben uns wenigstens dafür eingesetzt und wir konnten sie entschärfen. Und die FPÖ hat damals dagegen gestimmt und auch die NEOS, ganz ehrlich gesagt. Und ihr wisst es und das tut euch auch weh, aber haben sich enthalten und auch bei der Verpackungsverordnung, die ein ebenso großes Konvolut an zusätzlichen Vorschriften ist. Also die Haltung der ÖVP in Brüssel ist hier sehr klar in Richtung Bürokratieabbau, weniger Regulierung, mehr Binnenmarkt. Genau deswegen haben wir uns auch für diesen Letterbericht so eingesetzt, weil wir einen stärkeren Binnenmarkt schaffen wollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, was uns dieser Binnenmarkt bringt. 70% unserer Exporte gehen in die anderen EU-Länder. Und Herr Kassiker, das müssen Sie einfach verstehen. Sie sind ja eigentlich haben wir immer gedacht, Sie sind relativ gescheit, aber Sie verstehen es scheinbar trotzdem nicht. Ja? Daher bleibe ich auch dabei, Europa, ja, 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 aber und, wie auch immer man es nennen will, aber es muss sich einfach verbessern, damit es Europa bleibt.
damit das Europa bleibt für unsere Kinder. Und da bin ich bei der Beate Meindl-Reisinger. Ich erinnere mich gut an den Tag der Volksabstimmung. Ich war damals groteskerweise in England, die ja bekannterweise nicht mehr dabei sind. Die Aufbruchstimmung damals war riesig. Es war ein gutes Gefühl und diese Aufbruchstimmung hat sich auch bewährt. Denn wir haben definitiv davon profitiert. 0,5% BIP-Wachstum pro Jahr hat der Herr Minister vorher schon erwähnt. Und ich lasse mir so eine Zukunft in Wohlstand, in Frieden und in Sicherheit für mich und auch für meine drei Kinder und deren Generation und wem auch immer, lasse ich mir von euch, FPÖ, definitiv nicht nehmen. Und deswegen eure Plakate in Wort und Schrift, ich finde sie ehrlich gesagt verstörend, ich finde sie populistisch, ich finde sie letztklassig. Und das höre ich von ganz, ganz vielen Leuten. Daher meine Bitte noch einmal an alle, gehen Sie am 9.6. wählen und geben Sie einem gestaltenden Europa Ihre Stimme. Danke. Maria Theresia Nies von der ÖVP war das. Europa müsse sich verbessern. Es brauche einen Bürokratieabbau und Deregulierungen.